Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsheimspiel beim TSV 1860 München am Samstag in der Allianz Arena. Hier von auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und Niklas Kreuzer. Uwe, zu Beginn an dich die obligatorische Frage: Wie fällt dein Fazit der Trainingswoche aus und auf welche Spieler musst du am Samstag aller Voraussicht nach in München verzichten? Ja, fangen wir mit den Verletzten an. Niklas Hauptmann hat ja da, glaube ich, schon erfahren, fällt zusätzlich zu den anderen dreien, Strauß, Sigmundica und Stefaniak, aus. Ja, und die Trainingswoche war sehr überschaubar. Muss natürlich den Witterungsbedingungen Tribut zollen, haben am Dienstag den physischen Bereich durch einige Läufe abgedeckt. Gestern auf dem Kunstrasenplatz auch nur notdürftig trainiert, weil ich dort auch keine weiteren Verletzungen in Kauf nehmen wollte. Heute haben wir dann eigentlich den Wochenhöhepunkt gehabt, dass wir uns auf unseren Platz gegangen sind, haben ordentliches Spiel gemacht, war auch soweit okay. Und das muss auch dann reichen für die Vorbereitung auf 60. Morgen früh noch Training, Abschlusstraining, aber da wird auch nicht mehr viel passieren. Bevor wir zum sportlichen Ausblick der Partie kommen, vielleicht noch ein Satz. Am Samstag reisen wohl über 10.000, 15.000 Dynamo-Fans mit in die Allianz Arena. Normal ist was anderes. Was bedeutet dir als Cheftrainer die Unterstützung der verrückten Dynamo-Fans? Ja, ist sicherlich ein absoluter Höhepunkt, ein Highlight. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, ob ich schon mal so eine Unterstützung erfahren habe. Ja, aber vielleicht nicht ganz vergleichbar. Union in Hertha ist natürlich dann nicht so eine Auswärtsfahrt, aber da waren über 25.000 dabei. War ein tolles Spiel. Wir haben gewonnen. Würde ich mir für morgen für unsere Fans dann natürlich auch wünschen. Die Löwen verfügen über einen hochkarätig besetzten Kader. Was erwartet deine Mannschaft am Samstag für einen Gegner? Ja, ein Blick auf die Tabelle reicht ja. Also denen steht das Wasser bis zum Halse. Ein Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Neuer Trainer, der letzte Woche nur zwei Einheiten hatte, um die Mannschaft vorzubereiten, hat dann in Braunschweig verloren, haben aber hinten raus schon noch ein paar Möglichkeiten gehabt, das vielleicht auch unentschieden zu gestalten. Ist schon so ein bisschen wieder Wundertüte für uns. Er wird jetzt die Woche genutzt haben, um seine Vorstellung vom Fußball auf die Mannschaft zu übertragen, vielleicht eine andere Spielweise, müssen mit allem rechnen. Deswegen gilt unser Fokus eigentlich mehr auf unsere Spielweise. Wir müssen wieder ans Limit gehen, müssen wieder eine Top-Einstellung zeigen, müssen ein Top-Spiel machen, um dort bestehen zu können. Und nur allein die Tatsache, dass 60 unten drin steht, wir weiter oben, nur die Tatsache, dass uns 15.000 Zuschauer unterstützen werden, wird nicht reichen. Und wir müssen zusehen, dass wir an unsere Leistungsgrenze kommen. Uwe, danke dir für den Moment. Niklas, in der letzten Saison haben wir noch gescherzt, dass wir, wenn wir zu den Löwen fahren, deinen Papa besuchen. Der ist beim Tabellennachbar inzwischen angestellt. So schnell geht's im Fußball. Vielleicht auch von dir ein Satz zu den Fans, die am Samstag mitreisen. Hast du sowas in deiner Karriere schon mal erlebt, dass 15.000 Fans 500 Kilometer über die Autobahn zu einem Auswärtsspiel fahren? Nee, also wie der Trainer gesagt hat, ist auf jeden Fall was sehr, sehr Spezielles. Ich glaube, von uns Spielern das noch keiner erlebt. Ich glaube, in ganz Fußball-Deutschland ist es nicht üblich, dass 15.000 Fans mit zum Auswärtsspiel fahren. Und wir wissen natürlich auch, klar, es ist zusätzlich Motivation, da wird eine Riesenstimmung sein, aber schlussendlich beeinflusst uns das nicht auf dem Platz. Wir wissen, dass wir hochkonzentriert spielen müssen und nur so mit 100% 1860 schlagen können. Du hast dich auf deiner Lieblingsposition als Rechtsverteidiger für den Moment festgebissen. Für dich und die Mannschaft läuft es richtig gut. Was wollt ihr aus München mitnehmen? Was wollen wir mitnehmen? Drei Punkte. Ich glaube, der Flo Ballas hat es letztens richtig gesagt. Momentan liegt es fast nur an uns, was wir hier mitnehmen, von hier oder aus einem anderen Stadion. Ich glaube, wir sind gut drauf momentan. Wir haben großes Selbstvertrauen. Wir lassen Ball gut laufen, spielen richtig gut Fußball. Und wir wissen, dass es auch in München nur an uns liegt. Wenn wir
an unsere 100% kommen, wenn wir eine Top-Leistung abliefern, glaube ich, steht in 3 Punkten auch nichts im Wege. Das ist auch unser Ziel und wir wollen dort auf jeden Fall gewinnen. Danke dir, Niklas, für den Moment. Wenn ihr zu Ende geschrieben habt, dann kommt die erste Frage von Sven Geisler, da er das Mikrofon schon in der Hand hat. Bitte schön. Bei mir liegt, fange ich einfach mal an, Herr Neuers. Wie geht's Marco Hartmann als Nachfrage? Und zweite Frage nochmal zu 1860. Glauben Sie, dass die Situation im Verein Auswirkungen auf das Spiel, auf die Mannschaft hat? Ja, Marco hat heute mittrainiert, habe ihn zwar ein bisschen früher reingeschickt, aber er hat keine Probleme gehabt und ich gehe davon aus, dass er auch Samstag ganz normal zur Verfügung stehen wird. Ja, Probleme, weil 1860, warum sollte das die Mannschaft beeinflussen? Wir haben immer Probleme, da gibt es ja immer drumherum, immer irgendwelche Themen, also werden sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Nein, ich glaube, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Wir werden alles versuchen, wir haben eine unglaubliche Qualität in ihrem Kader und ich hoffe dann natürlich, dass sie ja vielleicht deshalb nächste Woche dann auch abrufen können. Schließe ich da nochmal an, vielleicht können Sie die unglaubliche Qualität nochmal erläutern, wo Sie die speziell sehen. Weil die Tabelle drückt es ja nicht aus. Oh. Ja, aber wenn man den Kader mal durchgeht, sind sie nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite richtig, richtig gut besetzt. Ich meine, Aigner, der einige Jahre erste Liga gespielt hat. Olic sicherlich dann auch vielleicht im anderen Alter, aber wenn man Woche für Woche vor allem die Laufleistung auch von ihm sieht, wie viel Erfahrung er hat bei jeder Aktion im Strafraum, ist das schon unglaublich gefährlich. Also sie haben schon eine Menge Spieler, die im oberen Bereich gespielt haben und die den Nachweis auch schon erbracht haben. Anscheinend scheint es noch nicht so im Gefüge so zu stimmen, dass die Mannschaft kontinuierlich gute Leistungen bringt, aber man muss auf jeden Fall davor gewarnt sein. Wer hat die nächste Frage? Jan Arndt, Bild Dresden. Nach oben machen und dann bis 2 zählen und dann geht das Mikro. Niklas, an dich die Frage, du bist in München geboren, du hast in München das Fußball-ABC gelernt, wie man so schön sagt. Hast du als Profi schon mal in München gespielt eigentlich? Oder ist deine Premiere? Premiere, also ich habe da noch nie gespielt, außer auf ein paar Bolzplätzen. Vielleicht mal mit meinem Bruder oder so, aber jetzt irgendwo in einem Stadion oder so. Das ist was ganz Neues. Wenn das Golfplatz hast, ja. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Niklas Kreuzer, was denkst du, wird dir mehr imponieren? Die mitgereisten Fans, wie es gerade schon gesagt wurde, oder das erste Mal in der Allianz Arena in einem der größten Stadien Europas aufzulaufen? Ja, ich glaube, das Gesamtpaket, was uns da am Samstag erwartet, wird ja unfassbar sein. Also ich glaube, das erste Mal in der Allianz Arena spielen zu dürfen, ist ebenfalls eine große Ehre und dann noch vor so vielen mitgereisten Fans. Ja, das pusht umso mehr. Wir wollen das mitnehmen. Erstmal ja, die lautstarken Fans im Rücken, die uns nach vorne peitschen und dann noch ja, das große Stadion und ja, wir wollen eine Top-Leistung abliefern. Sven Geisler nochmal, Sächsische Zeitung. Ich nochmal, ja. Herr Neuers, Sie haben in der Pressemitteilung, werden Sie zitiert, dass Sie vor allen Dingen aufpassen müssen, auf den harten Böden nicht noch mehr Verletzungen zu bekommen. Wie schätzen Sie denn die Situation jetzt ein mit 3 verletzten Stammspielern, dem angeschlagenen Hardy, den hätte ich jetzt noch dazu gezählt, und Hendrik, der ja auch ausfällt weiterhin. Muss sich da was tun irgendwie oder wie schätzen Sie das ein? Sind noch genug Alternativen da? Ja, also im Vergleich zu den Vorwochen haben wir eigentlich nur Haube, der zusätzlich ausfällt. Wenn Lumpi körperlich wieder gut dabei ist, dann denke ich, haben wir die alte Formation. Also ist es nicht so dramatisch, wenn wir natürlich noch 2, 3 Verletzte dazu bekommen. Dann wird es natürlich schon eng. Aber ich glaube, ich habe es heute auch schon gelesen, die Aussage vom Ralf.
Die sind ja jetzt keine Langzeitverletzten, die bis März oder so ausfallen. Bis jetzt haben wir es gut kompensieren können. Zum Beispiel Erich Berko ist nahtlos eingesprungen, hat Marvin gut vertreten. Das Gleiche erwarte ich natürlich, egal was jetzt noch in den nächsten zwei, drei Spielen passiert, auch von den anderen Spielern. Und ich traue ihnen das auch ohne weiteres zu. Gibt es weitere Fragen? Tom Jakob nochmal, bist du so lieb, Sven? Danke. Nochmal Frage an Niklas Kreuzer. Die Tabelle besagt ja von der Statistik her 2 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Man wird ja immer gemahnt, am Boden zu bleiben, dass man sagt, ein bisschen sachlich bleiben und jetzt nicht Richtung Aufstieg zu schauen. Wie geht das aber so in der Mannschaft? Kannst du vielleicht so eine Euphorie wiedergeben, dass man doch sagt, guck mal, wenn wir jetzt gewinnen, stehen wir gleich mit oder vor Hannover? Oder gibt es irgendwie so eine Euphorie, so eine Gier, die danach spricht, irgendwie nach oben zu schauen trotzdem? Auch wenn der Trainer gern mal mahnt oder sagt, am Boden bleiben, so in die Richtung? Ja, so also erstmal am Boden bleiben ist immer gut. Aber ich glaube, wir haben auch nicht die Charaktere, die da irgendwie abheben oder so. Aber klar, unser Ziel momentan ist, dass wir jedes Spiel gewinnen. Klar schaut man da auch mal nach oben. Wir spielen ja nicht Fußball, um die ganze Zeit nach unten zu schauen. Ich glaube, unser Ziel ist, am Wochenende zu gewinnen, nächste Woche zu gewinnen. Und klar schaut man da auch mal nach oben. Aber der Verein hat, glaube ich, klar ausgedrückt, dass dieses Jahr nicht das Ziel ist, der Durchmarsch. Also wenn wir am Ende auf Platz 4-5 sind, glaube ich, bricht hier keine Welt zusammen. Aber klar, wir wollen mit Fußball überzeugen, wie wir es momentan tun, wollen Woche für Woche begeistern, wollen auch am Samstag wieder 3 Punkte holen und klar schaut man da auch mal nach oben. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann von mir kurz die Information zum Spiel. Anstoß ist am Samstag in der Allianz Arena um 13 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 11.30 Uhr. Der Kassenbereich öffnet bereits um 11 Uhr an der Allianz Arena für alle die noch Karten vor Ort kaufen wollen. Der Gastgeber rechnet mit über 33.000 Zuschauern, wovon aller Voraussicht nach mehr als 15.000 Dynamo-Fans dabei sein werden. Der Schiedsrichter ist zur Stunde noch offen, den reichen wir nach. Unser Nachwuchs spielt wie folgt. Die U19 hat Heimspiel Samstag 13.30 Uhr gegen Leipzig im Sportpark Ostra. Die U17 Heimspiel Sonntag 11 Uhr gegen Holstein Kiel, ebenfalls im Sportpark Ostra. Die U16 Heimspiel Sonntag 13.30 Uhr gegen den VfB Fortuna Chemnitz im Sportpark Ostra. Und die U15 Heimspiel Samstag 12 Uhr gegen den FC Erzgebirge Aue, auch im Sportpark Ostra. Taucht die Autobahn in Schwarz-Gelb, fahrt alle vorsichtig, kommt gut nach München und wieder zurück. Bis dahin. Tschüss.